dieses verlassen. Ich lade Sie herzlich ein, heute mit uns die Messfeier Livestream im Internet mitzufeiern. Wir haben uns nach Zeichen der Verbundenheit. So begrüßt Pastor André Asheuer seit kurzem zweimal pro Woche seine Kirchengemeinde in Velva. In Zeiten von Corona, in denen sämtliche öffentliche Veranstaltungen abgesagt werden müssen, hat sich auch die Kirche umgestellt und überträgt ihre Messe live ins Internet. So können Gemeindemitglieder den Gottesdienst von zu Hause aus mitfeiern und dabei sein. Asheuer selbst steht jedoch fast ganz allein in der Kirche. Das ist sehr unwirklich. Es gibt zwar mal Ausnahmesituationen, wo der Priester die Messe alleine feiert, aber der Regelfall ist doch, dass ich hier mit 10 Messdienern einziehe, dass ich Gemeinschaft habe mit den Frauen und Männern, Kindern und Jugendlichen im Chorraum und in den Bänken, dass wir interaktiv miteinander im Gespräch sind, unsere Bitten zusammentragen und vor allen Dingen miteinander singen, was mir immer besonders wichtig ist. Das ist jetzt alles nicht möglich. Damit er nicht zu leeren Kirchenbänken sprechen muss und auch die Menschen vor den Bildschirmen die Gemeinschaft zu spüren bekommen, hat der Pastor sich nach italienischem Vorbild Selfies von seiner Gemeinde schicken lassen und in den leeren Bänken aufgehängt. Bevor der Livestream startet, werden noch einige Vorbereitungen getroffen. Das Technikteam, bestehend aus einigen engagierten Gemeindemitgliedern, überprüft noch einmal alle Kameraeinstellungen, sorgt für die richtige Beleuchtung und testet den Ton. Damit während der Messe nicht so viele Menschen in der Kirche sind, werden Fürbitten und Liedbeiträge per Handyvideo von zu Hause aus aufgenommen und eingespielt. Das Ergebnis stimmt alle zufrieden. Positive Resonanzen, geprägt von Dankbarkeit über das neue Angebot, erreichen den Pastor, ganz modern, über sämtliche Social-Media-Kanäle. Auch die Zuschauerzahlen sprechen für die neue Art des Gottesdienstes. Es waren heute 120 im Livestream und wenn man überlegt, dass in manchen Familien 3 oder 4 Personen zusammensitzen, sind das jedenfalls viel mehr als in dieser 220 Sitzplätze habenden Kirche. Auch wenn die physische Gemeinschaft zu fehlen scheint, hat Asheuer einen optimistischen Blick auf die aktuelle Entwicklung. Plötzlich geht hier so ein positiver Ruck des Glaubens durch die Menschen. Ich sehe, dass die Kirche die ganzen Tage über, wo sie jetzt geöffnet ist, nie leer ist, sondern dass Menschen kommen, an unserer Fürbittwand hinten einige Fürbitten formulieren und so einfach zeigen, ja, es ist wichtig, dass es ein Haus Gottes gibt, dass es den Glauben gibt, der uns nicht mutlos werden lässt. Bis sich die Lage wieder beruhigt, wird André Asheuer wohl noch einige Male alleine in der Kirche stehen müssen. Aber nicht ohne seine Gemeinde, die alles von den Bildschirmen verfolgt.